wieder. Ist mir das auch passiert. Und ich weiß nicht, ob ich die anderen Male vielleicht nicht das Auto eingesammelt habe, dieses super geheime Auto. Und daraufhin könnte es sein, dass ich niemals das vorher gekriegt hatte. Auf jeden Fall wird es jetzt geheime Mission Ende. Ja, aber ich weiß nicht, wann man das kriegt oder woraufhin. Nur dass das eigentlich sehr cool ist. Beide sind ziemlich cool, aber dies ist halt auch ein gutes Ende. Außer natürlich, wenn der Typ kommt. Finde ich jetzt richtig deprimierend. Aber das beweist auf jeden Fall, dass es zwei N gibt. Wir müssen den Wagen holen, Tommy. Auf jeden Fall, da war gerade mal ein Beweis. Wenn ihr das andere Ende sehen wollt, dann müsst ihr anscheinend wohl auf YouTube nachgucken. Weil jetzt habe ich halt das nicht so seltene Ende. Was ist? Was zum Teufel ist los? Warum hältst du hier an? Keine Ahnung, der Wagen will einfach nicht. Das ist der Flughafen, Flugplatzende. Sie hauen ab! Nimm die Thompson! Versuch sie abzuknallen! Komm schon, Schrotthaufen! Halte durch! Stürz ab! Doch kaputt. Damn it, lad nach. Sam, schieß, Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Polly! Wow! Ja! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Yep. Das war das, ich würde sagen, normalere Ende. Auf jeden Fall das üblichere Ende. Das andere Ende ist leider, eigentlich sind beide gut, aber das andere Ende habe ich ja jetzt einmal gesehen. Warum die das eingebaut haben, bin ich mir nicht sicher. Ich meine, einerseits ist das ja so wohl die wichtigste Mission je, aber andererseits ist das ein bisschen eigenartig. Ja, es ist komplett random, also komplett auf Chance basiert ist, welches Ende man kriegt. Hat anscheinend überhaupt nichts mit anderen Sachen zu tun.
Stirb doch einfach. Danke. Was? Ich hab keine Zeit. Ich bin fröhlich, dass ich das aufgenommen habe, aber dann kann ich nochmal nachgucken, ob das wirklich gerade passiert ist oder ob ich irgendwie Probleme im Kopf habe. War der Typ tot und dann ist er einfach aus dem Auto ausgestiegen. Hat gesagt, ich habe keine Zeit und einfach weggelaufen. Ja. Uns nach oben. Das war er. Der Himmel scheint auf zu mich. Ende der Welt artig zu sein, ist mir gerade so aufgefallen. Ich guess, wenn Morello stirbt, geht die ganze Welt kaputt. Zombies laufen wieder rum. Und der Himmel geht kaputt. Das ist alles nur, weil Morello tot ist. Hey Tom, ich bin kaputt. Lass uns vor der Bar raus und komm dann später wieder. Natürlich. Hätten mir auch keiner vorher sagen können. Uns noch um. Ich habe echt Probleme. Dieser Mission war schon wieder eine Pause. Ich habe viel gespielt, nicht? Macht mir voll Spaß, aber andererseits kann ich es immer nur für so ein, zwei Stunden spielen und dann brauche ich echt eine Pause. Nicht so wie das andere Spiel, was ich vorher gespielt habe. Was ich bis jetzt hin wohl den ersten Teil schon hochgeladen haben werde. Also weil ich dieses hier hochgeladen habe. Tja. Der war schön. Und die Polizei wäre einfach so vorbei, so, ein toter Polizist. Interessiert uns nicht. Jetzt wäre ich schon wieder aggressiv. Ich brauche echt eine Pause von den Spielen nach dieser Mission. Irgendwas hat dieses Spiel. Anscheinend ist es zu viel rumgefahren für mich momentan. So, wenn ich angenervt war, ich da ganz hinfahre, dann muss ich hier wieder hinfahren, dann muss ich da wieder hinfahren, dann muss ich wieder wohin fahren, um die Mission zu machen, dann muss ich wieder zurückfahren, dann muss ich mit den Typen reden, dann muss ich hinfahren, um das Auto zu klauen, und dann muss ich wieder zurück zu Salaris Bar fahren. Ich hab echt Probleme. Hoffentlich konnte man mich da verstehen, was ich gesagt habe. Ich hol mir aber erstmal ein besseres Auto. Wenn man die guten Autos hat, sollte man sie auch benutzen. Ich wäre so sauer, wäre der Typ tot. Ich wäre amok gegangen. Warum läuft er da auch lang? Ich hätte fast überfahren. Ich meine, ich habe ihn überfahren, aber zum Glück hat er sie nicht umgebracht. Das war ja wieder behindert. Matsch. Kipp.
Quatsch. Hier bestimmt jemand, der verstanden hat, was das heißt. Matschkip. Für 8 Minuten Matschkip. Ich glaube, das war Matschkip. Ich bin mir nicht mehr sicher. Matschkip, 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 Matschkip. Jetzt hat man die gestern getötet. Polizei will mich wieder knüppeln. Das ist auf! Penner! Ihr weißt was, ich hab genug von euch. Schnapp den! Halte! Ah! Danke. Jetzt habe ich mir überlegt, die Matschkip-Sache, die ich erwähnt habe, bis ich das hier hochgeladen habe, wird das bestimmt schon längst wieder vergessen sein. Das Auto will ich haben. Nicht das Auto, das hatten wir schon mal. Da bist du. Ah, solltest du den immer dort haben. Hey, Tommy. Hi, hast du heute was für mich? Also, heute ist ein schwerer Tag. Wieso? Ach, weißt du, die Jungs haben mir ein Auto abgeliefert, das in eine Verfolgungsjagd mit den Bullen verwickelt war. Und jetzt muss ich es verdammt schnell loswerden. Warum haben Sie es nicht selbst entsorgt? Ja, ach, ich hatte eine Abmachung mit ihnen. Es war ein sicheres Ding. Hat dann aber doch nicht geklappt. Ja, sie waren ein bisschen angepisst. Also haben sie es hier gelassen. Was springt für mich raus? Ein wunderschöner deutscher Sportwagen. Das ist das Risiko wert. Bin dabei. Was soll ich machen? Ganz einfach. Fahr das Auto zu den Klippen am Stadtrand und versenk es im Meer. Cool. Aber wenn dich die Bullen sehen, gibt's Ärger. Die musst du dann abschütteln. Okay. Also von Nummernschild austauschen, habt ihr auch noch nie gehört. Dieses Nummernschild kann man auch lesen. Ich dachte aber, man kann kaum... Ich dachte, die Nummernschilde kann man nicht in den Spiel lesen. Jetzt bin ich durcheinander. Ich mag diese Mission nicht. Ich hab doch gesagt, der letzte ist meine Hassmission, weil der BC ist noch mehr meine Hassmission. Eigentlich mag ich Polizeiverfolgungsjagden, aber Mission wäre ganz cool, aber wie die halt endet, ist so wie ich nervt. Wird man noch sehen. Außerdem ist diese Mission einer der schwereren in meinen Sicht. Einfach weil die Pizza einen nervt.